Nun lassen Sie mich zu den Fakten kommen. Wie sieht es denn nun wirklich aus mit der Qualifikation der Migranten? Wir haben dank der Studien von Ludger Wössmann hier vom IFO-Institut jetzt eigentlich klare Informationen darüber, wie es um das Bildungsniveau in Syrien aussieht. 2/3 der Schulabgänger Syriens liegen unter dem PISA-1-Niveau und das ist normalerweise die Schwelle zur Literacy, also dass man lesen und schreiben kann. Also hier sind es Mathematikteste gewesen. Wer also unter PISA 1 ist, kann irgendwie nicht multiplizieren und dividieren und solche Sachen machen. Und das, obwohl die Leute ausgebildet sind. Es sind ja 15-jährige Schüler untersucht worden, die jetzt die Hauptschule verlassen haben. Und die konnten das nicht. 2/3. Die zu uns kommen, sind natürlich eine bessere Auswahl. Die gehen erstmal über die Türkei und gehen in die dortigen Flüchtlingslager. Man hat auch dort Studien gemacht. Felbermayr und Battisti, auch hier vom IFO-Institut, haben das in einem Übersichtsartikel zusammengestellt. Und danach sind 46% der Syrer in den türkischen Flüchtlingslagern unter dem PISA-1-Niveau getestet worden. Eine andere harte Aussage kommt von der Handelskammer München und Oberbayern. 70% der Immigranten aus Krisenländern, die vor 2 Jahren eine Anstellung in Bayern begonnen haben zur Ausbildung, haben sie inzwischen wieder abgebrochen. Und die normale Abbrecherquote ist bei den Einheimischen inklusive der Altmigranten 25%. Das zeigt die Natur des Problems. Das ist das Fundamentalproblem der Migration. Wenn man nun über ökonomische Vor- und Nachteile redet, kommen überhaupt die Richtigen? Kommen die Leute, die eine komplexe Industriegesellschaft eigentlich braucht? Oder kommen Leute, die man erst noch lange ausbilden muss, was sehr kostspielig ist, wenn es überhaupt gelingt? Wie erfolgreich ist man eigentlich, wenn man einen 25- oder 30-jährigen Menschen noch in der lateinischen Schrift ausbilden möchte und die Grundkenntnisse, die man sonst im Schulalter erwirbt, ihn noch beibringen möchte. Eine alte Zahl für die Altmigranten, die also wahrscheinlich eine bessere Qualifikation hatten als die neuen, die jetzt kommen. 8% arbeiteten nach einem Jahr, 50% nach 5 Jahren, 70% nach 15 Jahren. So, was sagt Raffel Hüschen? Er sagt, dass 1 Million Flüchtlinge in der Generationenrechnung 450 Milliarden Euro kosten. Das sind 450.000 Euro pro Kopf. Und er unterstellt, dass diese bei seiner Rechnung, das ist jetzt natürlich eine Annahme, dass die Flüchtlinge nach 6 Jahren so integriert sind wie der Durchschnitt der bereits in Deutschland anwesenden Altmigranten. Das ist so hoch, weil eben auch die Altmigranten den Staat Nettogeld kosten. Er macht eine Alternativrechnung. Gesetzt den Fall, die Flüchtlinge wären alle gut ausgebildet, während sie so jung sind, wie sie wirklich sind. Ja, das ist ja das Positive. Dann kommt er auf 300 Milliarden Euro plus. Diese Rechnung zeigt in aller Deutlichkeit, wie wichtig es ist, welche Qualifikationen die Flüchtlinge haben. Es zeigt, dass Deutschland eine Immigration von gut qualifizierten Menschen braucht. Stichwort kanadisches Punktesystem aus ökonomischen Gründen, aber dass es doch eben Geld kostet, wenn man eben nicht so gut Qualifizierte aufnimmt. Das heißt nicht, dass man sie nicht aufnehmen soll. Ich betone das nochmal. Man kann sie ja aus humanitären Gründen aufnehmen. Nur die Behauptung, zusätzlich zu dem Humanitären käme nun auch noch für Deutschland ein Einkommensplus, lässt sich nicht erhärten. Das kann sich insbesondere wegen des Sozialstaates ja auch gar nicht ergeben. Überlegen Sie nochmal. Was macht der Sozialstaat? Er nimmt Ressourcen von den überdurchschnittlich Verdienenden und gibt sie zu den unterdurchschnittlich Verdienenden. Warum? Wir haben ein Steuersystem, wo man proportionale, häufig auch sogar progressive Steuern zahlt und jeder kriegt die gleichen öffentlichen Leistungen zurück. Das heißt, wenn ich überdurchschnittliches Einkommen habe, zahle ich mehr an den Staat, als er mir zurückgibt an öffentlichen Gütern und Sozialleistungen sowieso.
Und wenn ich unterdurchschnittlich verdiene, dann bin ich Nettoempfänger staatlicher Ressourcen. So wollen wir ja doch den Sozialstaat. Und insofern ist es völlig unmöglich zu sagen, dass die Immigranten für den Staat netto ein Plus bedeuten, wenn sie unterdurchschnittlich qualifiziert sind. Gut, es gibt noch den Renteneffekt, wenn sie hinreichend jung sind, aber das ist eben die Nettorechnung über alles. Man darf sich die Dinge nicht schön rechnen, sondern man muss sie einfach mal so nehmen, wie sie sind. Dass die bisherigen Migranten Deutschland schon ziemlich belastet haben, den deutschen Staat, sieht man allein, wenn man schon auf die Sozialleistungen schaut. Betrachten wir den Anteil der Ausländer, also echte Ausländer, die keinen deutschen Pass haben und auch nicht in Deutschland geboren sind, an den verschiedenen Kategorien der sozialstaatlichen Leistungen. Hier ist erstmal der Anteil an der Gesamtbevölkerung, das sind 7,3%. Wenn wir jetzt auf die Sozialhilfe, also Hilfe zum Lebensunterhalt schauen, dann sind das 25% der Empfänger, die in diese Kategorie fallen. Es sind aber nur 7% an der Bevölkerung. Das heißt, es ist ein Vielfaches dessen, was man von der Bevölkerungsstärke her erwarten müsste. Hartz-IV-Empfänger, 18% der aller Hartz-IV-Empfänger in Deutschland sind Ausländer, während der Anteil dieser Ausländer bei 7,3 liegt. Arbeitslosengeld 1, da haben wir 12% Empfänger versus Bevölkerungsanteil 7,3%. Und das zeigt eben genau das Problem. Und selbst wenn Sie nun arbeiten würden, nicht, dann würde ja noch das Problem nicht gelöst sein, weil Sie ja nicht überdurchschnittliche Einkommen verdienen und deswegen nicht überdurchschnittlich zur Finanzierung des Staatsbudgets beitragen.